Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Haushaltsgerät mit 5 Buchstaben. Neger. Ich war letztens mit meiner Freundin essen und wurde als Pädophil beschimpft, weil sie erst 19 ist und ich 40. Das hat unseren 10. Jahrestag vollkommen versaut. Wie viel muss ich denn noch rauchen, damit Menschen in meiner Umgebung endlich erheblicher Schaden zugefügt wird? Die Oma vor mir an der Kasse hat gerade alle 21 Arten gefunden, die Karte falsch ins Lesegerät zu stecken. Geht ihr auch immer auf Pornoseiten und teilt Pornos auf Facebook, wenn ihr am Computer eures Freundes seid? Jetzt schon. Der Grund, warum 95% aller Unfälle passieren. Wenn du schaffst das nicht, doch, halt mal mein Bier. Arzt zum Patienten. Wollen Sie zuerst die gute oder die schlechte Nachricht hören? Die gute. Naja, wir werden die Krankheit nach ihm benennen. Mama, als was soll ich mich an Karneval verkleiden? Häng dir doch dein Zeugnis um und geh als Trottel. Aldi-Mitarbeiter rettet mir den Tag. Auf die Frage, ob sie noch Grillanzünder haben, antwortet er, dass die Bild bei den anderen Zeitungen liegt. Wie heißt ein chinesischer Zeuge Jehovas? Ding Dong. Bei meinem Können hätte ich die Titanic gegen einen Baum gefahren. Ich habe einen Tinnitus im Auge. Ich sehe nur Pfeifen. Meine Freundin ist nach dem Streit in die Küche gerannt. Sie kocht vor Wut. Spielst du Lotto? Nein, Lotto ist eine Sondersteuer für Leute, die nichts von Mathe verstehen. Hexen tragen keine Unterwäsche. Das sorgt für bessere Haftung am Besen. Wenn Bäume kostenlos Wi-Fi-Signale versenden würden, dann wäre vermutlich alles voll mit Bäumen. Zu doof, dass sie nur überlebensnotwendigen Sauerstoff produzieren. Wann ist eine Vergewaltigung lustig? Wenn ein Clown dabei ist. Wenn ein Mann einer Frau die Autotür öffnet, ist entweder die Frau neu oder das Auto. Mach mir mal eine Nudelsuppe, bevor ich dich besudelpuppe. Heute Morgen im Halbschlaf an den Wecker gekuschelt und Freundin gegen die Wand geworfen. Irgendwas ist ja immer. Brauche Schere. Gehe Schere kaufen. Schere ist in Plastik eingeschweißt. Brauche Schere. Wir schreiben das Jahr 2048. Der Song Last Christmas wurde offiziell als Auslöser des Dritten Weltkriegs anerkannt. Wie nennt man eine Legolas-Lego-Figur, die keine Beine hat? Legless Lego-Legolas. Nikotin, ein stickstoffhaltiger Sekundärmetabolit, der Tabakpflanzen vor Fressfeinden schützen soll. Der Mensch? Geil, das rauche ich. Sag Nein zu Rassismus. Nein. Frauen wollen nicht deine Meinung hören, sie wollen nur ihre Meinung mit einer tieferen Stimme hören. Meine Freundin meinte, ich wäre rechtsradikal. Die hat doch nicht mal alle Haken am Kreuz. Chuck Norris besiegt Tiger Woods im Golf. Mit einer Bowlingkugel. Meine Uhr ist runtergefallen und ich kann sie nicht wieder aufheben. Mir fehlen die Urheberrechte. Jo Leute, gebt mir einen Daumen rauf, wenn ich dieses Format weiterführen soll und schreibt mir doch euren Lieblingswitz unten in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Montag.